Hi Leute, und ich bin's wieder, euer Darkness LP17. Und heute mal Minecraft, weil sich ja so viele Minecraft gewünscht haben. Und deswegen, ja, die LP-Welt, das war mal nur so ein LP-Test eigentlich, eher gesagt. So, dann let's play. Nennen wir es mal einfach Staffel 1. Ich weiß ja nicht, wie lange ich's durchziehe. Also ich werde es einfach versuchen, so lang wie möglich durchzuziehen. Und wenn dann irgendwie mal die Welt abhanden kommen sollte, mache ich einfach eine neue Staffel. Und wer dagegen ist, ja, hat dann ein Problem. So, wir haben hier schöne, schicke Welt in 1.3. Da hinten ist ein Wald. Gut. Ich dachte schon, Alter, ich dachte schon, wir würden keinen Wald in der Nähe haben. Winter. Winter. Geiles Gebirge eigentlich. Und Wald. Und Pilze. Ich weiß schon, was unser erstes Nahrungsmittel sein wird. Pilzsuppe. Ja, aber sowas von Pilzsuppe. Ey, wir werden nur noch Pilzsuppe fressen am Anfang. Und Hühnchen. Hühnchen und Pilzsuppe. So, von dem Braun nehmen wir noch ein paar mehr mit. Weil die brauchen länger zu züchten. So, bin jetzt gerade hier so bei zwischen 30 und 50 Frames die ganze Zeit hin und her schwanken, jetzt gerade die ganze Zeit konstant 30. Da hat sich gerade mal die Framerate gefangen. Ja. Erstmal Holz. So. Wir machen uns als erstes überhaupt mal eine Axt. Epic Fail. Sage ich da nur. So. Der erste Baumsetzling, das heißt, wir sammeln jetzt einfach Baumsetzlinge und irgendwann müssen wir dann gar nicht mehr hierher kommen, sondern können da hinten cool bei diesen Bergen, Hügeln, Tunneldingern da wohnen. Ja, ihr wisst schon, was ich meine, oder? Und ich mache jetzt einfach mal die Minecraft-Musik an. Oh, naja. Gut, so haben wir schon mal wenigstens abgespeichert einmal. Natürlich mal gleich Fail. Cool, ein Apfel. Cool, ein Hund. Cool, noch ein Hund. Noch ein Hund. Und Hoodies. Hoodies. Ich lade hier gerade so im Hintergrund so ein das Battlefield 3 Gameplay hoch. Ja, das habe ich gestern aufgenommen. Battlefield 3 Gameplay. Und gestern habe ich stattdessen nicht das Minecraft aufgenommen. Also das, was ich jetzt gerade aufnehme. Weil ich irgendwie nicht dazu gekommen bin, weil ich zuerst mal was rendern wollte. Das war die Binding of Isaac Folge. Und die MW3 Folge 4, also von der Let's Play halt eben. Und deswegen habe ich dann halt doch gelassen, weil Let's Playen während man rendert, nein, das geht nicht. Also würde schon gehen, aber das irgendwie weiß nicht, zieht die Framerate glaube ich ein bisschen runter. Das heißt, ah nee, warte, die Grafik zieht ja die Framerate auch runter. Egal, auf jeden Fall, naja, braucht's nicht unbedingt, während man spielt, zu rendern. Und vor allem, während man aufnimmt, das ist dann nicht immer so die beste Qualität, also Qualität schon die gleiche, aber nicht die leckfreie Qualität dieselbe.
Und ich glaube, wir haben jetzt gleich genügend Holz. Genau für den letzten Baum gereicht. Dann nehmen wir die mal mit und ziehen gleich wieder zurück in unser cooles Haus. Also in unser Haus da, wo es entstehen wird. Ich lasse natürlich auch noch auf der Website hier so Abstimmungen laufen. Dann für letztendliches, wo wir denn letztendlich wohnen sollen. Aber erstmal ziehe ich... Oh, Mausempfindlichkeit gerade so hoch. Seht ihr das? Ich bewege sie nur ganz leicht. Aber egal. So, hier ist ein Ding. Schauen wir uns doch mal um, was es denn hier so Schönes gibt. Also da wohnen wir. Also bis jetzt. Sieht cool aus. Hier. Genau hier wohnen wir. Haben wir noch ein paar Caves in der Nähe. So, als erstes gehen wir mal ein bisschen Stein hacken. Oh, hallo. Erster Creeper. Nächster Creeper. Geh ich halt dahin. Mann, Mann, Mann. Schlimm mit diesen Viechern heutzutage. Überall versperren sie einen den Weg. Warum ich jetzt eigentlich nur von hier oben was wegnehme? Weil ich gerade nirgendwo anders schon buddeln will. Außer hier vielleicht nehme ich noch ein bisschen was weg. Ich will diese Landschaft hier nicht ganz so verschändeln. Also verschanden, was auch immer, verschändeln eigentlich schon, ja. Also verstümmeln. Sagen wir verstümmeln. Das hört sich kräftiger an. Ich will die Landschaft hier nicht verschimmeln. Verstümmeln meinte ich. Nicht verschimmeln. Verschimmeln wäre was anderes. Ja. Klasse Aktion. Wieder mal ein Lob an mich selber. Für meine genialen Baukünste. Eigentlich kann ich ja bauen, aber während ich kommentiere, fail ich halt mehr. Was mache ich jetzt? Erstmal ein Schwert. Und ja, dann dürfte ich wieder Stein sammeln. Super. Oh, darf ich schon wieder fressen? Also ich würde sagen, ich muss mir ziemlich schnell eine Pilzfarm irgendwie anschaffen. Aber genügend dunkle Stellen habe ich hier in der Gegend. Jetzt gehen wir erstmal die Schafe suchen. Ja, ich weiß. Aber wir haben noch keinen Eisen, aber ich muss sie halt jetzt umbringen. Dafür dann. Weil ohne Eisen können wir sie nicht scheren. Aber ohne Wolle können wir auch nicht pennen gehen. Ich bringe ja auch nur die weißen Schafe um. Also bin ich auch nicht rassistisch. Ja, das kam jetzt, diese Aussage kam eigentlich ziemlich rassistisch rüber. Fällt mir gerade auf. Also, ja, nein, wenn ich die nicht umbringe, dann bin ich nicht rassistisch. Eigentlich in dem Sinne ist man ja auch rassistisch. Rassistisch. Ne, man sagt, jemand anders ist rassistisch. Also nicht, also, indem man sagt, ja, die und die sind alle voll rassistisch. Und dann ist man ja selber eigentlich rassistisch. Weil, wenn man zum Beispiel sagt, ja, das ist ja noch der Vorurteil so, ja, die Deutschen sind Nazis. Nazis sind ja bekanntlich rassistisch. Ja, ich weiß, ich spreche hier gerade ein super tolles Thema an. Es ist ja so, man sagt, die sind rassistisch, was auch stimmt, aber rein theoretisch nur, dadurch, dass die Nazis rassistisch sind, zu sagen, ja, die Deutschen, die sind rassistisch, das ist ja rassistisch. Also, was lernen wir da draus? Weil man schon andere, also so Vorurteile hat, ist man ja sozusagen man auch rassistisch. Also meiner Ansicht nach. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Aber ich bin der Meinung. So, Holztür. Holzboden.
So, ein Haus haben wir schon mal. Bisschen was zu essen eigentlich auch schon. Nur Cola haben wir noch nicht. Oh, ist nur das Hühnchen. Alter, aus dir mache ich gleich einen Chicken Nugget, Mann. Wenn du mich nochmal so trollst. Eiskalt angeschlichen kommst. Ja, aber das Thema so will ich gar nicht mehr eigentlich so vertiefen, weil ist halt ein scheiß Thema. Aber wie bekannt wahrscheinlich, also wie man schlussfolgern kann auf meine Aussage, dass ich wahrscheinlich so oder so nicht so auf Nazis stehe, was eigentlich auch stimmt, weil, naja, ihr könnt euch schon denken, was ich mir von Nazis halte, also was ich von Nazis denke. Gut, geh ich mal kurz pennen. Auch wenn ich noch gar nicht sicher ist. So, als erstes mal eine Kiste auch noch machen. Und dann noch eine Kiste. Gut, jetzt haben wir eine vollständige Kiste. Ja, ich mache jetzt nur ein zwei hohes Haus. Warum, weiß ich eigentlich auch nicht. Ja, da sieht man mal wieder, wie unkonzentriert ich bin. Ich glaube, ich mache das doch zwei hoch. Aber erstmal hole ich mir Stein. Und Kohle. 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 Nein. Ich singe jetzt, glaube ich, nicht den Kohle-Song. Außerdem ist der Kohle-Song schon langsam Durchfall und ausgeschissen und so. Ne, will so oder so keiner mehr hören. Außer Leute, die irgendwie in so einem Kaff wohnen. Also, ich wohne ja eigentlich auch schon in einem Kaff. Aber in einem Kaff wohnen, wo man gar nichts mitkriegt von der Welt. Ja. Da würde ich mal sagen, wo man noch die Internetseiten per Post bestellen muss. Nein, okay. Würde ich mal sagen, ist dieser Song schon ziemlich ausgelutscht, aber für alle anderen, nein, andersrum. Für alle anderen ist er ausgelutscht, aber die kennen ihn jetzt gerade erst mal seit kurzem. Deswegen, da sieht man auch immer mal so die Unterschiede. Wie das sein kann, wenn man irgendwo wohnt. Nicht gerade sehr zentral und auch nicht sehr zivilisiert wohnen fast alle eigentlich. Außer vielleicht die Leute von RTL. Also RTL war mir so oder so noch nie so sympathisch. Außer RTL 2 vielleicht. Aber auch nur wegen den Anmies und sowas. Und ja, denn RTL, es ist ja nicht so, als würden die nur alle Tatsachen und sowas vertreten. Nein, die machen auch noch Reality-Shows. Also, falls jemand sowas von euch anschaut, wie Mitten im Leben oder sowas, oder die Super-Nanny, ich glaube, kennt jeder. Ich kenn's leider Gottes Namen auch wenn ich
dieses Programm zum Kotzen finde.